So, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Euer Jahresrückblick 2006. Ich möchte gerne mit euch über euer Jahr 2006 sprechen. Was war das Schönste? Was war das Traurigste? Was war das Beeindruckendste? Vielleicht auch, was war das Verrückteste oder Schrägste, was ihr in diesem vergangenen Jahr 2006 erlebt habt? Was hat euch am meisten beeindruckt? Oder wenn ihr so sagt, wenn ich das an das Jahr 2006 denke, dann denke ich an diese Sache, an diesen Vorgang oder an diesen Vorfall. Also, ich möchte gerne mit euch über das vergangene Jahr sprechen. Wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und die erste Anruferin ist die Cynthia. Und Cynthia ist 22 Jahre alt. Hallo Cynthia. Hallo. Ja. Cynthia, das Jahr 2006. Ja, das war was ganz Besonderes, weil da fand mein erstes Mal statt und das war was ganz Besonderes für mich. Dein erstes Mal? Du bist 22 Jahre alt? Ja, das ist spät, aber es ist okay so. Nein, naja, gut, vielleicht für manche ist es spät, aber es ist schon okay. Es ist noch im guten Bereich, finde ich. Ja, also ich finde sowieso, das sollte jedem, aber egal. Ja. War das ein besonderer Vorgang? Und zwar war das so, dass es mit einem mehr oder weniger Popstar stattfand. Oh la la. Also, übertrieben, aber einer relativ bekannten englischen Band. So, du machst mich neugierig, aber ich will nicht, dass du den Namen nennst. Nee, mache ich jetzt auch nicht. Das ist mir auch selber sehr wichtig. Obwohl es uns alle natürlich brennend interessiert. Wie, du hast mit einem recht prominenten Musiker, Rockmusiker, dein erstes Mal gehabt? Genau. Wo, wie, wann? Also, es war auf einem Festival im September und unter anderem hat halt auch diese Band dort gespielt. Ich muss dazu sagen, ich finde die Musik gut, bin jetzt aber kein großer Fan. Mhm. Und irgendwann waren die halt auch fertig mit dem Spielen und mir ging es nicht so besonders. Ich habe mich dann irgendwann an den Rand gestellt. Meine Freundin hat sich das folgende Konzert angeguckt und oder angehört und dann sprach mich irgendwann jemand von der Seite an, ne? Und ich drehte mich um und meinte so, den kennst du doch irgendwie von der Bühne eben. Und war natürlich Engländer, klar, also mir war schon bewusst, okay, der muss jetzt irgendwo zugehören und ich habe dann auch irgendwann zuordnen können, wer es ist. Haben uns dann ganz nett unterhalten, war sehr witzig, irgendwie jeder hat so seine Späße gemacht. Wobei, in dem Moment ist man ja schon sehr geschmeichelt, ne? Wenn so ein Star einen anspricht. Ja, klar. Also ich war schon, fand ich schon nett, aber auf der anderen Seite hat man den Typen vorher auch schon mit Mädels so rumhängen sehen, ne? Ja. Ich habe mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel worauf eingebildet. Ihr habt Englisch miteinander gesprochen? Englisch, ja. Genau. Und irgendwann meinte er, naja, willst du nicht mitkommen, Backstage-Bereich? Und ich so, na klar, Backstage-Bereich, alles klar, ne, da, kleines Mädchen, logisch. Also bin halt klein, blond, putzig, so, ne, fahr so in dieses Schema. Ja. Und habe erst nee gesagt, aber irgendwie hat das dann doch geschafft, mich also zu überzeugen. Was heißt zu überzeugen? Ich wollte es ja schon irgendwie, ne, ist ja auch aufregend. Mhm. Und meinte, na, wir können ja erstmal spazieren gehen. Aus dem Spazierengehen wurde nur einmal um die Ecke und dann doch Backstage-Bereich. Ja. Und dann irgendwann meinte er, naja, ich kann dir ja mal den Van zeigen. Also das Auto. Das Auto, mit dem die Band unterwegs ist. Genau, und dann hat er mir ihn auch gezeigt und war auch sehr interessant. Es war halt ein kleiner Transporter mehr oder weniger, aber sehr, schon mit Fernseher und so. Naja, gut, ist jetzt... Aber da war sonst keiner dann in diesem Auto? Nee, da war keiner mit dabei. Und der hat dann auch noch erzählt, abgedunkelte Scheiben und so, man sieht ja draußen nicht, was drin passiert. Horror. Ja, war dir da schon klar, worauf denn? Mir war es schon von vornherein irgendwie klar, aber ich dachte mir die ganze Zeit, naja, wenn du es nicht willst, sagst du halt irgendwann nee. Aber habe ich bisher immer gut so, ne? Und dann haben wir uns auch über Musik unterhalten und irgendwann küsste er mich. Einfach und so. Dann kam fast die Intention mehr von mir fast, ne? Also ich habe dann auch irgendwie bin drauf eingegangen und dann ist es halt passiert und es war auch schön. In dem Auto. Genau. In dem Van. Genau. Ihr beide alleine. Ja, wir waren allein. Irgendwann klopfte es mal öfter an die Tür so, ne? Aber hat dieser prominente Rockstar dich entjungfert, kann man sagen. Ja, genau. Wie war's denn? Ja, schön. War also schön. Ich meine, es war jetzt natürlich, ich bin natürlich nicht zum Höhepunkt gekommen, man ist aufgeregt, erstes Mal, ne? Aber er hat sich sehr gekümmert und hat es natürlich auch gemerkt und meinte, na warum denn nicht? Warum ist dann das erste Mal? Ich so, naja, weiß nicht, ach, ist egal und mach dir keine Gedanken und wenn was ist, ne? Und ach, hat mir noch Trinken gegeben und.
Hatte ich gar nicht richtig verstanden. Hast du ihm das gesagt? Vorher? Ja, ja. Das ist das erste Mal. Ich meinte dann irgendwann, also ja, es ist hier aber gerade übrigens mein erstes Mal. Und dann meinte er, was, warum denn das? Aber wir sind nicht weiter drauf eingegangen. Also ne, man unterhält sich ja dabei nicht so viel. Also er hat das aber zärtlich gemacht. Ja, und er ist auf dich eingegangen. Es war nicht nur die schnelle Nummer. Wenn ich gesagt habe, nee, jetzt, ach, das lief ja eine Weile, ne? Ja. Zwischendurch habe ich gesagt, oh, jetzt mal. Wie lange lief's denn? Ich glaube, 2 Stunden waren wir. So lange? Es ging halt. Da habt ihr euch aber nett gemacht. So, ne? Also man hat sich dann mal zwischendurch, wir haben halt auch viel gelacht. Ja. War ein schönes Erlebnis. So. Hat er denn wenigstens Gummis benutzt? Nee, leider nicht. Er hat keinen. Bist du wahnsinnig? Ja, ich bin wahnsinnig. Ich habe am Montag einen AIDS-Test. Und das ist auch die einzige Sache, die ich wirklich bereue an der ganzen Geschichte. Das heißt, du nahmst auch nicht die Pille? Doch. Doch. Die nehme ich aus gesundheitlichen Gründen. Also. Ach so, das ist also in Sachen Verhütung warst du abgesichert? Diesbezüglich ja. Aber nicht bezogen auf alle Krankheiten. Ja. Das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Wer weiß, was der alles so macht, ne? Ja, also ich weiß, ich habe mir gleich eine Packung jetzt gekauft. Ne? Ich habe jetzt immer meine Kondome bei mir, aber... Finde das von dem Typ, wie alt ist der? Das können wir ja verraten. 27, auch völlig verantwortungslos, dass er das gemacht hat, ohne Gummis. Ja. Jetzt, wirst du einen AIDS-Test machen oder kriegst du das Ergebnis? Am Montag mache ich meinen Test. Ich habe schon einen Termin gemacht und jetzt am Montag ist es soweit und dann werde ich ja wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann erfahren. Ja. Ja, das ist so die Schattenseite des Ganzen. Sonst könnte man ja sagen, ist ja... Die Seite für mich persönlich, ja, das ist die schlimmste Schattenseite. Ja, genau. Sonst ist das ja eigentlich... Es geht ja weiter. Es geht ja, also... Wie habt ihr euch denn dann verabschiedet? Ja, das ist es ja. Er meinte dann, komm doch noch mit ins Hotel. Also nee, erstmal meinte er, pass auf, wie wär's denn, komm nach England, ich will dich wiedersehen. Willst du mich auch wiedersehen? Ich so, ja, ich würde dich schon gern wiedersehen, aber das ist nicht machbar. Und er so, komm doch mit und wir sind doch noch in Deutschland auf Tour und du kommst mit und ich will dich wiedersehen. Und dann hat er 1000 Wege ausgerechnet, wie wir denn nun irgendwie zusammenkommen könnten. Und hab irgendwie die Sache so, also ich dachte mir, nee, das kann jetzt nicht, das ist ja Blödsinn, so, ne? Ja. Und dann wie ging's? Mussten wir irgendwann raus und er meinte dann, na komm, dann kommst du noch mit ins Hotel. Ja. Und irgendwann... bin ich dann auch noch mitgekommen, es war noch ein anderes Mädel dabei, wir waren dann noch in irgendeinem Club zwischendurch. Er war die ganze Zeit bei mir, aber letztendlich stellte sich heraus, dass dieses Mädchen eben auch noch mitkommt ins Hotel. Ja, und was ist da abgegangen? Das Ding war, ich hatte eine Kamera dabei und meinte dann irgendwann, ich muss dazu sagen, ich war sehr betrunken schon. Und meinte dann irgendwann, naja, wir können ja noch ein bisschen filmen, und dann haben wir so ein bisschen Späße gemacht und irgendwann meinte er, naja, küsst euch doch mal und so, ne? Und sie meinte dann aber irgendwann, nee, ist ihr zu viel, sie will jetzt gehen und ich sollte doch mitkommen. Und ich wollte aber nicht mit, weil ich betrunken war, ich konnte kaum noch, also komischerweise kann ich mich dran erinnern, aber eigentlich war ich schon ziemlich weg. Und du bist da geblieben? Ich bin dann da geblieben und... über Nacht dann auch? Es geht weiter. So, dann war es eben so, er hat sich dann tierisch um mich gekümmert, weil er gemerkt hat, es ging mir nicht gut und hat mir Wasser gebracht und hat gesagt, komm, leg dich hin, schlaf einfach. Wir sind dann eingeschlafen und irgendwann klingelte es. Dann kam sie wieder an. Dann haben die beiden auf einmal miteinander geschlafen. Während du daneben lagst? Ja, ich habe geschlafen, also oder nicht geschlafen, aber lag halt dort. Und irgendwann hielt er währenddessen aber immer meine Hand. Und weil ich auch gestöhnt habe, mir war halt schlecht. Ich musste mich dann auch übergeben. Und dann ging es eben los. Dann haben die beiden irgendwie mich ins Bad gebracht, irgendwie sich gestritten, wer mir denn jetzt die Haare aus dem Gesicht streicht und sie meinte, du kommst jetzt mit und er meinte, nein, sie kann doch hier bleiben und ging es zwischen den beiden und irgendwie hat sie mich letztendlich dann aber dort mit rausgeholt. Ja. Und er hat mir noch Kopfschmerztabletten irgendwie gegeben, weil sonst geht sie nicht gut und er lief uns dann 10 Minuten hinterher nachts. Aber das war's dann. Naja, er hat dann nochmal diskutiert und dass er mich doch so mag und dass ich doch da bleiben soll. Und, Du bist gegangen dann. Ich bin dann gegangen und habe dann aber das Management angeschrieben am nächsten Tag. Ja. Wann war die ganze Sache? Im Sommer? Im September war es. Im September. Hast du seitdem nochmal Kontakt mit ihm gehabt? Ja, also er hat mir dann daraufhin irgendwann geschrieben, na, wer bist du denn? Super, ich habe ihm dann alles geschildert, daraufhin kam nichts, da habe ich dann nur noch geschrieben, ja, verstehe, hat sich dann wohl erledigt, schade, aber vielleicht sieht man dich mal wieder. Und jetzt vor 2 Tagen kam eben eine Nachricht von ihm, wir sind ja bald wieder in Deutschland, sehr schön, dich da zu sehen. Und? Ich hoffe, dir geht's gut. Willst du ihn sehen? Ja,
Also ich bin sowieso seit September klar. Ich meine, es ist sowieso, wenn man sein erstes Mal hatte und dann ist man eh schon... Ich meine, es hat für dich natürlich eine ungeheure Bedeutung. Für ihn bist du wahrscheinlich eine von ganz, ganz vielen Mädels, die er in allen Städten irgendwo hat und er darauf zurückgreift. Ich sag's jetzt mal ein bisschen provokant, aber wahrscheinlich ist es so, ne? Ja, weiß ich ja auch, aber man hat dann so diese naive Vorstellung, naja, wenn er mich dann sieht und... Wenn du ihn wiedersehen willst, dann mach's halt. Aber ich bin halt am Überlegen, ob ich ihm jetzt noch weiterhin auch schreiben soll oder nicht, wie die Sache ablaufen soll, ob ich ihm nochmal irgendwie eine Nachricht. Ich habe ihm jetzt nur geschrieben, ja, ich komme dann vielleicht hin, mal gucken. Also Cynthia, ich sag mal so ganz ganz objektiv gesehen, wäre es glaube ich besser, wenn du die Finger davon lässt, weil ich glaube, das hat keine Perspektive und du bist nur eine Maus von vielen Mäusen, die um ihn herum sind. Ja. Wenn du es aushältst, solltest du dich doch vielleicht nochmal drauf einlassen und es nochmal zu Sex kommen sollte, bitte mit Gummi. Ja. Also das ist gar keine Frage. Ja. Also wie gesagt, ich habe meine Packung jetzt immer dabei, es war halt... Das macht mich auch so stutzig, dass der da so drüber hinweggegangen ist und diese Thematik offensichtlich gar nicht im Kopf hat. Weiß ich nicht, ob er sie dann vielleicht, weil er wie gesagt jetzt auch gefragt hat, ob es mir dann gut geht und ich habe da schon wieder... Man denkt dann schon wieder irgendwie in komische Richtung, aber ich weiß es ja dann irgendwann. Also dennoch ist das natürlich eine irre Geschichte, dass du dein erstes Mal mit einem Popstar hattest, im Alter von 22 Jahren, in einem Van, in einem Bus irgendwo in Deutschland. Genau. Das ist ja schon, da wirst du lange deinen Enkeln und Urenkeln von erzählen. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal mit Freude, also ich fand es ja schön, aber momentan hänge ich halt noch sehr dran, aber irgendwann denke ich dass ich... dann mit einem Schmunzeln, also hoffentlich, wenn jetzt nichts Schlimmes bei rauskommt. Ja, also ich drücke dir die Daumen, dass nichts Schlimmes dabei rauskommt. Und wie du dich da weiter entscheidest, ist so eine Ermessenssache. Ja. Vielleicht machst du es nochmal, um dir nochmal klar zu werden, was das ist. Wird es bereuen, wenn ich, glaube ich, nicht hingehe. Ja, vielleicht. Ich danke für deinen Anruf, Cynthia. Ja, ich danke auch. Alles Gute. Schöne Weihnachten wünsche ich dir. So, ne? Dankeschön, dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt euer Jahresrückblick 2006. Ich möchte gerne mit euch über euer Jahr 2006 reden. Was ist das Gravierendste, was in eurem Leben in diesem Jahr passiert ist? Das kann was Schönes sein, was Trauriges sein, was Spektakuläres sein, was Schräges sein. Wie auch immer, wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Tamara. Tamara ist 33. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo Tamara. Also für mich ist es das schönste Jahr meines Lebens. Oh, das schönste Jahr deines Lebens. Ja. Das ist eine tolle Aussage. Ich greife mal ganz kurz ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Wir hatten letztes Jahr im Dezember miteinander gesprochen. Wir beide haben gesprochen miteinander. Ja, und zwar bin ich diejenige, die damals 190 Kilo gewogen hatte, sich in Magdeburg einer OP unterzogen hatte. Magenband. Magenverkleinerung, irgend sowas, ja. Genau, und hatte dann im Dezember mit dir telefoniert, weil ich dann 30 Kilo abgenommen hatte und hatte damals das Thema sogar gehabt, dass ich Angst vor der Veränderung habe. Ich kann mich grob erinnern. Ja. Also diese 190 Kilo und die Magdeburg und die Magen-OP, das habe ich jetzt auf dem Schirm. Genau. Ja. Und es ist ja nun mittlerweile ein Jahr vergangen. Ja, nun ist ein Jahr vergangen. Wie geht's dir? Mir geht es super. So. Jetzt ist es, glaube ich, die ganz große Frage. 190 Kilo damals. Ja. Wie viel jetzt? 95. Ich habe jetzt in 10 Monaten 95 Kilo abgenommen. Und jetzt so die letzten 2-3 Monate kämpfe ich um jedes Kilo. Das ist ja eine stramme Leistung. Also 190 Kilo finde ich gigantisch viel. Ja, bei 1,75. Bei 1,75? 1,76. Ja, 1,76. Das ist ja unglaublich. Ja. Da warst du immer mehr rund als lang, ne? Ja, ich hatte einen Umfang von 1,80 gehabt. Wahnsinn. Und dann fast lang, und dann fast 100 Kilo runter. Ja. Aufgrund natürlich dieser Magenoperation. Aufgrund dieser Magenoperation. Alleine hätte ich das nie geschafft. Wie viel musst du denn überhaupt noch essen? Was verträgt der Magen? Der ist ganz ganz klein jetzt, ne? Ich habe nur noch ein Volumen von ein Drittel eines Magens. Ja. Ein Drittel sind ja rausoperiert. Passt keine Pizza mehr rein? Nee. Da passt vielleicht eine Drittelpizza rein, wenn überhaupt. Ja. Da passt ein halbes Stück Kotelett und eine Handvoll Pommes rein, dann ist so, Feierabend. Wenn man da jetzt ein halbes Stück Kotelett reintut in den Magen und das isst man dann so pappesatt wie früher, wenn du eine dicke Pizza und Nachtisch und Vorspeise gegessen hast? Ganz genau. Also das Sättigungsgefühl ist dann gegeben. Du hast auch gar keinen Bock, dann mehr zu essen. Nee.
Ja. Nee, das ist wie, als wenn ich vorher ganz normal oder auch gut gegessen habe. Mhm. Jeder Mensch hat dieses Gefühl schon mal gehabt, sich überfressen zu haben, mhm, Bauchschmerzen zu haben. Und das ist passiert bei mir eben halt entschieden schneller. Und wenn man satt ist, ist man satt, dann kriegt man nichts mehr rein und dann ist Feierabend. Und du warst so sehr dick geworden, weil du wirklich üppig zugelangt hast. Ich all den Jahren. Habe ja aus Kummer viel gegessen. Ja. Ja, Kummer, Speck angefressen, ja, gut Deutsch. Ja. Also ist jetzt dein Ernährungsplan sehr minimalistisch? Also ist, ja, da ist nicht ich esse sehr wenig. Ich esse ich esse kleine Mengen. Ich esse zwar sehr unregelmäßig, woran ich mich noch gewöhnen muss. Ich muss mich auch noch dran gewöhnen, die Mahlzeiten, die ich einnehme, sie langsam zu essen. Ja, ja. Da ist dann zwischendurch dann diese Gier, dieser Appetit nach diesem Geschmack. Und dann wird die Gier schnell gegessen, nicht richtig gekaut, die alten großen Happen genommen und dann sitze ich da, auf meinem Bauch. Aber das kann man natürlich trainieren, ne? Ja, das ist allerdings nicht ganz so einfach, das mal eben so, ja, sich da anzutrainieren. Diese Magen-OP, die du hinter dir hast, ist die gesundheitlich eigentlich unbedenklich oder gibt es da Risiken? Vor dem Eingriff sicherlich jede OP trägt Risiken mit sich. Natürlich, also ich gehe mal, ich meine über die normalen Risiken einer Operation hinaus. Nein, wenn so das, jetzt nicht. Das nicht. Also wenn die Operation ist gelungen und nun ist das auch gut und da können nicht irgendwelche Folgeschäden entstehen nach einer gewissen Zeit, irgendwas? Nein, das Einzige, was ich kontrollieren lassen muss alle paar Jahre, ist meine Knochendichte. Weil ich werde letztendlich vom Hausarzt behandelt wie ein Patient, der Magenkrebs gehabt hat und aufgrund dessen einen Teil seines Magens verloren hat. Aha. Und dadurch, dass ich ja auch diesen Dünndarm-Bypass habe, anstatt 4 Meter nur noch 2 Meter, nimmt der Körper die ganzen wichtigen Nährstoffe, Vitamine und das alles gar nicht mehr auf. Ach so, das hat eine besondere Kontrolle. Ich leide dauerhaft unter Durchfall. Ach, das und, auch? Ja, ja. Dauerhaft? Ich habe zu 80%, wenn ich Stuhlgang habe, habe ich Durchfall. Stelle ich mir so als Laie auch nur gerade nicht sehr gesundheitsfördernd für den Darm vor, oder? Das ist für den Darm so weiter, ist es nicht schlimm. Ich ja. nehme eben halt, um diesen Vitaminausgleich wieder reinzukriegen, muss ich mein Leben lang Vitamintabletten nehmen. Und wenn du mal so jeden Tag ein paar Stücke sehr bittere Schokolade isst, das stopft das nicht? Nein. Nee. Nein, ich kann, wenn ich gar nichts esse oder wenn ich sehr, sehr wenig esse, dann fängt der Körper an, all das rauszuziehen, was er gerade kriegt und dann habe ich auch festen Stuhlgang. Ah ja, ah ja. Aber ah. ansonsten, wenn ich für meine Verhältnisse gut esse, dann... Also, du hast gerade gesagt, das war das schönste Jahr meines Lebens, weil du eben so abgespeckt hast. Weil ich so abgenommen habe, weil ich... Und dich wie eine neue Person fühlst wahrscheinlich. Ich fühle mich körperlich fit. Es strengt mich nicht mehr an, irgendwelche Treppen zu laufen. Mhm. Ich tue Dinge, die ich mein Leben lang nicht machen konnte, mich nicht getraut habe. Was denn zum Beispiel? Ich war zum Beispiel neulich mit einer Freundin unterwegs und ich schaukel sehr gerne. Naja, mit so einem dicken Hintern passt man in keine Schaukel. So eine ganz normale Kinderschaukel? Nur so diese ganz normalen, so diese Autoreifen. Ach so, sowas. Und da hast du ja so an den Seiten dann diese Ketten und so einen dicken Hintern hast, tut das natürlich wahnsinnig weh. Ging das gar nicht? Oder die Ketten sind gerissen früher, unter Umständen? Bitte? Oder die Ketten sind früher gerissen, wenn du dich drauf gesetzt hast? Naja, das nicht. Das nicht gerade, ja. Aber es tat eben halt massiv weh, weil du so eingequetscht wurdest. Also du machst ganz neue Sachen, die du gar nicht vorher so gekannt hast. Die ich nicht mehr konnte. Ja. Ich seit meinem 12., 13. Lebensjahr nicht mehr machen konnte. Auch also zum Beispiel... 20 Jahre nicht mehr. Ja, auch im sportlichen Bereich machst du irgendwelche Dinge, die du früher nicht getan hast? Ich fange immer mehr an, dass ich mal renne. Ah ja. Vorher, da bin ich, 2 Meter gerannt und dann schnauf und und keine Luft gekriegt. Nun klagen ja alle Leute, die sehr viele Funde auf der Waage hatten und dann so extrem abnehmen wie du, von 100, du jetzt von 190 auf 95, dass die irgendwie so Speck kann man nicht sagen, aber so Hautgürtel hängen haben, weil die Haut sich nicht zurückbildet. Wie ist das bei dir? Ja, ich sag immer bei meinem Partner oder bei meiner Familie, ohne Kleidung sehe ich aus wie eine 90-Jährige. Achso, das heißt also nackig gefällt es dir nicht so gut? Nein, auf gar keinen Fall. Aber das ist eine Sache, ich weiß, dass das operativ behoben wird. Es ist eine gewisse Zeit, womit ich damit leben muss. Ach, das ist geplant, so eine Schönheitsoperation am Bauch vorzunehmen und die ganzen Falten, die Hautfalten wegzuschneiden. Ganz genau. Ja. Und ich habe voraussichtlich 4 OPs vor mir. Das ist bei der Krankenkasse jetzt auch eingereicht. Und die zahlen das auch? Ich hoffe jetzt, dass wir die Sachen oder die OPs nach und nach jetzt bewilligen werden. Und dann, okay, es werden nochmal wahnsinnige Schmerzen sein, es werden nochmal wahnsinnige Risiken auf mich zukommen, aber das ist mir die Sache wert, weil heute kann ich sagen, ich lebe, ich habe Perspektive,
ich werde nicht mehr beleidigt, diskriminiert, ich gehe durch die Stadt, ich falle nicht mehr auf in der Öffentlichkeit. Mhm. Vorher haben sich die Leute umgedreht, boah, und du lebst gesünder. Wichtiges Argument, ne? Wichtiges Argument. Ich brauche kein Morphium mehr, weil ich ja knapp 3 Jahre Morphium nehmen musste wegen meinem Rücken, weil natürlich das Gesicht auf den Rücken ging. Ich habe wahnsinnige Schmerzen gehabt. Konnte ohne Morphium nicht mehr. Und das geht jetzt alles ohne? Das geht alles ohne. Ich kann wieder stundenlang mit dem Partner spazieren gehen. Und was sagt denn dein Partner dazu? Was sagt mein Partner? Der erlebt ja jetzt auch eine ganz andere Frau. Der hat dich dick kennengelernt wahrscheinlich, ne? Oder? Er hatte mich sehr, sehr gut angefüttert kennengelernt. Ja. Das hat sich im Laufe der Jahre aber dann noch gesteigert. Ja. Mag er denn jetzt die dünne Tamara genauso wie die dicke Tamara? Ich glaube, dass er, oder was heißt ich glaube, ich weiß, dass er mich heute mehr liebt, anders liebt. Er hat aber vorher auch immer gesagt, dass er zu dir steht und auch deine Funde mag. Er hat nie so gesagt, dass er meine Funde mag. Er hat es akzeptiert, er hat es respektiert. Mhm. Er hat, wir sind jetzt im Dezember, Ende des Monats sind wir 9 Jahre zusammen. Mhm. Er hat mich immer unterstützt, er hat mir viel Beistand gegeben, er hat ganz, ganz viel Nerven und ganz viel Geduld für mich gehabt. Er ist wahrscheinlich jetzt auch irre stolz auf dich, ne? Ja. Das ist dann auch eine Leistung, das alles so durchzuziehen. Da gehört viel Mut dazu. Wir haben ja voriges Jahr darüber gesprochen, alles verändert sich, da muss man natürlich dann auch tapfer sein und da durchgehen. Ne? Es verändert sich alles und ich bin froh, dass es sich verändert hat. Und ich habe ja nun damals oder letztes Jahr im Dezember solche Angst vor diesen Veränderungen gehabt. Mhm. Und heute bin ich froh, diese Veränderung erleben zu dürfen. Hast du ein Idealgewicht vor Augen oder möchtest du jetzt so bleiben, wie du bist? Nee, ich habe schon ein Idealgewicht vor den Augen, obwohl die Familie da schon am Rumschimpfen ist. Ich möchte gerne auf 80 Kilo runter. Auf 80? Na, so viel ist das ja nicht mehr. 15 Kilo noch. Ja, und dann kommen aber noch anschließend eben halt die Schönheits-OPs, ja, wo ja dann auch nochmal wieder ein paar Kilos runtergehen. Also ich möchte, wenn ich dann die OPs alle abgeschlossen habe, die 4, dann möchte ich gerne so zwischen 68 und so 73 Kilo dann sein. Wenn ich es schaffe. Also sag mal, es kann eigentlich nur noch bergauf gehen. Auf jeden Fall. Gratuliere dir zu deinem tollen Erfolg. Und eben auch zu diesem tollen neuen Lebensgefühl, was du hast. Und ich bin sicher, dass die nächsten Schritte, wenngleich sie vielleicht auch noch mal schwierig sind und etwas schmerzhaft, dass du das auch schaffen wirst. Es ist auf jeden Fall traumhaft und ich bin heute froh, auf der Welt sein zu dürfen. Ich gratuliere dir zu dem Jahr 2006 und wünsche dir sehr viel Glück für das Jahr 2007. Dafür danke ich dir. Darf ich noch einen kleinen Dankesgruß rausschicken? Na sicher, natürlich. Ich möchte ganz, ganz, ganz dollen 2 Leuten danken. Das wäre einmal meiner Mutter. Aha. Und natürlich auch mein Partner, dass die ja all die Jahre mit mir durchgestanden haben und immer zu mir gestanden haben, mich nie aufgegeben haben. Und ja, ich hab's geschafft. Na super. Tamara, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ich wünsche dir noch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, vielen Dank. Wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Und mach weiter so. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt euer Jahresrückblick 2006. Ich möchte gerne mit euch sprechen über eure besonderen Vorkommnisse im Jahre 2006. Was war das Wichtigste? Was war das Schönste? Was war das Traurigste? Was war vielleicht auch das Lustigste in eurem Jahr, in eurem vergangenen Jahr 2006? Sascha ist hier. Sascha ist 28. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Sascha. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, 2006. Was hat das Jahr für Sascha gebracht? Also bei mir war der Sommer sehr, sehr positiv. Also man könnte sagen, richtig geil. Es ging um die WM. Und ich war bei vielen Spielen im Stadion, was vorher überhaupt nicht so abzusehen war. Bei vielen Spielen sogar? Das heißt, ja, also, das war aber kompliziert wahrscheinlich, die Karten zu kriegen, oder? Ja, also ich habe bei allen Bewerbungsphasen mitgemacht und wurde dann nur einmal berücksichtigt und das war das Achtelfinale in Köln. Ja. Und da war dann halt irgendwann klar, das kann Deutschland nicht spielen und am Ende hat sich herausgestellt, dass das schlechteste Achtelfinale der Welt war. Schweiz gegen Ukraine und also ich vor der WM war ich unzufrieden, dass ich nur dieses eine Spiel hatte. Und dann hat mir ein Freund einen Tipp gegeben von der Internetseite, tor.de nennt die sich. Ja. Und da liefen so die Fäden von den kartensuchenden Menschen zusammen und da gab es Programme, die man runterladen konnte. Mhm. Und mit diesem Programm hast du deine Chancen um Vielfaches vergrößert. Also auf dieser FIFA-Homepage. Ja. Das heißt, lief alles tatsächlich über die offizielle Homepage, aber wir hatten, also die User von tor.de, wir hatten eben diese Programme und damit auch bessere Chancen. Und das heißt, du bist dann kreuz und quer durch die Bundesrepublik gereist? Ganz genau. Nö, wahrscheinlich. Was war für dich das spannendste Spiel, was du gesehen hast?
Ja, definitiv Deutschland, Argentinien in Berlin. Also ja, das, glaube ich, wird auch nie wieder zu toppen sein. Ja. Wie hast du das so gemacht? Hast du irgendwie gezeltet oder hast du in Hotels geschlafen, in Jugendherbergen? Wie hast du das gemacht? Also das Problem war, dass ich die Karten immer zwei Tage vorher erst quasi dann bekommen habe, weil kurz vor den Spielen wurden eben immer noch Karten frei. Mhm. Und das heißt, es musste alles sehr, sehr schnell geplant werden. Und Gott sei Dank hatte ich in den meisten Städten Bekannte oder Freunde. Das heißt, in Leipzig hatte ich Freunde, in Berlin habe ich einen Kumpel, bei dem ich schlafen konnte. Mhm. Dortmund ist jetzt nicht so weit weg von Köln, wo ich wohne. Ja. Und von daher, also das von der Planung her lief das auch super. Hätte nicht besser sein können. Wie viel Geld hast du ausgegeben für die Karten? Also ich kann das nicht genau schätzen. Vielleicht 1000 Euro oder 1000 so. 1000 Euro, mhm. Aber das war es dir wert? Naja, also das Beste an der Geschichte ist, und wo die Leute dann mich eigentlich hassen, wenn ich das erzähle, ich hatte auch zu den Spielen teilweise 4 Karten. Also ich hatte zum Beispiel für das Halbfinale Deutschland-Italien 4 Karten. Mhm. Und dann musste ich einfach, um das wieder refinanzieren, 2 Karten verkaufen. Mhm. Und dann gibt's halt Leute, die dir unglaubliche Summen bezahlt haben für diese Karten. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also hast du solche Summen genommen dann? Angenommen? Ja, ich meine, das läuft über eBay und also wie viel hast du bekommen für die Karten? Zu wie viel hast du sie eingekauft und wie hast du sie wieder verkauft? Ja, das war Halbfinale, zweite Kategorie. Die haben zusammen 500 Euro gekostet und dieser Mann hat mir 1800 Euro dafür gegeben und damit war natürlich die WM dann nicht auch schlecht. Wieder drin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Pro Karte 1800 Euro? Naja, nicht übertreiben, also zusammen schon. Zusammen, aber immerhin, ne? Das ist ja schon eine tolle Sache. Was war das langweiligste Spiel, was du gesehen hast, oder kann man das gar nicht sagen? Ja, also eine Katastrophe war auf jeden Fall Schweiz-Ukraine in Köln. Ja. Ich war tendenziell eher für die Schweizer und dann gab es ein Elfmeterschießen und die Schweizer treffen keinen einzigen Elfmeter. Also es war rundherum öde, aber wir haben Viva Colonia gesungen und das war das Spiel. Ist das so eine, alle waren ja von Sinnen, ne, während dieser Zeit. Ja. Fast alle. Und vor allen Dingen, natürlich stelle ich mir vor, die Leute so wie du, die nur mitten in dem Getümmel drin waren. Hat man da Leute aus der ganzen Welt kennengelernt? Wahrscheinlich ja. Also richtig gut kennengelernt weiß ich jetzt nicht, aber also du hast auf jeden Fall tolle Erlebnisse gehabt mit Leuten aus anderen Ländern. Gibt es denn da noch Kontakte heute zu diesen Leuten, die du damals getroffen hast? Nee, also so weit ging es dann nicht. Also das waren dann solche, weißt du, so. Wir haben uns in der U-Bahn getroffen mit den Ecuadorianern zum Beispiel und die waren so super nett und freundlich. Ja. Fanden dann das Aldi-Bier, das ich ihnen angeboten habe, auch ganz großartig. Und ja, war toll. Ja, wir alle haben das nur als positiv empfunden oder gesehen im Fernsehen. Ist dir irgendetwas aufgefallen, was du nicht so gut fandest? Wo du sagen würdest, naja, hätte ja vielleicht doch ein bisschen anders laufen können oder... Er muss ja zögern. Da muss ich auf jeden Fall zögern. Das ist also schon ein gutes Zeichen. Es ist natürlich auch im Nachhinein so, dass man das vielleicht auch verklärt so ein bisschen und dann rundherum alles toll fand, aber ich glaube, so war es tatsächlich auch. Mhm. Also, ne, könnte ich gar nicht sagen, was negativ war. Toll. Ja doch, das Einzige, es gibt doch was. Italien ist Weltmeister geworden. Ja. Das ist natürlich äußerst negativ an der ganzen Geschichte, da muss ich ja recht geben. Bist du dann immer so alleine rumgereist? Nee, also es gab zweimal das Problem, da konnte keiner mit, mhm. Da hatten die keine Zeit, als ich nach Leipzig bin und hier Brasilien, Ghana in Dortmund, da war ich dann alleine, aber in Leipzig zum Beispiel habe ich gute Freunde und in Dortmund kannte ich auch Leute, mit denen ich mich dann nach dem Spiel getroffen habe, also es war dann nicht so schlimm, alleine im Stadion zu sitzen. Ich glaube, du hast vielen Leuten aus der Seele gesprochen, wenn du sagst, 2006 war natürlich das prägendste Ereignis, die WM, das war das Tollste und bewegendste auch für mich. Ja, für mich definitiv. Ja. Also bestimmt nicht für alle. Nein, nicht für alle, aber für viele ganz bestimmt. Warst du bei der Abschlussfeier in Berlin auch dabei? Nee, leider nicht. Leider also da habe ich mich dann auch nicht mehr bemüht, muss ich sagen. Also ich hätte mich auf jeden Fall auch bemüht um Karten für dieses Spiel um den dritten Platz, weil das ja dann sensationell war. Mhm. Aber das konnte man vorher nicht so wissen. Also ich dachte eigentlich, dass das eher so eine Formsache wird, aber... Mhm. Naja, egal. Also ich bin rundherum zufrieden und will auch mich überhaupt nicht beschweren. Ich gehe mal davon aus, dass du als aktiver Fußballfan den Film von Sönke Wortmann gesehen hast. Ja, also da sprichst du auch wieder was an. Ich habe mich da halt selbst auch gesehen. Ehrlich? Hast du dich selbst gesehen? Ja. Das ist ja lustig.
ich weiß jetzt, also das war dann quasi so der, noch der, der I-Punkt auf die ganze Geschichte. War dieser Film für dich so, hat ja dir nochmal neue Informationen gebracht oder war es nochmal, dass er alles belebt hat an Erinnerungen, die halt stattgefunden haben im Sommer 2006? Ja, total. Also wie soll ich das sagen? Ich habe bei dem Film bestimmt 70 Minuten Gänsehaut. Und hast du noch was Neues erfahren? Was Neues erfahren? Also gut, wir haben halt gesehen, wie die Ansprache in der Kabine war, ne? Mhm. Aber ja, also das war ja zu erwarten. Ja. Also 2006, das Mega-Jahr für Sascha, weil er richtig mitgemischt hat bei der WM in Deutschland. Genau so war es. Danke, danke für den Anruf, alles Gute wünsche ich dir. Ja, schöne Nacht noch. Dankeschön, Sascha. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Giuseppe, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Giuseppe. Hallo. Endlich bin ich mal durchgekommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. So. Ja, dein Jahr 2006, wie war's? So, bei mir ist es so, ich habe mal einen Motorradunfall. Mhm. Und ich sitze jetzt im Rollstuhl. Oh weia, wann war das? Das war vor 3 Jahren, circa. Vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren, ja. Ja. Ich selbst bin 22. Ja. Und ja, ich war eigentlich ein sehr lebensfreudiger Mensch. Ich war sehr kulturell auch, habe jeden Spaß mitgemacht. Mhm. Nach dem Unfall halt hat sich das alles geändert. Du heißt ja unser Thema das Jahr 2006. Ja. Du sagst, der schwere Unfall war vor 3 Jahren. Genau. War jetzt in diesem Jahr noch etwas Entscheidendes? Ist noch etwas Entscheidendes passiert in deinem Leben zum Negativen oder vielleicht sogar zum Positiven hin? Zum Positiven. Zum Positiven hin. Zu 1000%. Ah ja. Das heißt, du hattest den großen Durchhänger danach, nach dem Unfall? Sehr. Mhm. Sehr. Also ich habe mich nur noch eingeschlossen. Ich habe nichts mehr unternommen. Ich habe viele Freunde verloren auch dadurch, weil es war einfach für mich, ich habe mich geschämt. Mhm. Vielleicht noch ein Satz zu dem Unfall. Wie ist dieser Unfall damals passiert? Man hatte mir die Vorfahrt weggenommen. Das heißt, du warst keine Schuld? Nee, ich war ja nicht schuldig. Und was ist dann passiert? Bist du irgendwie weit die Luft geschleudert worden? Oder? Ja, ich bin sehr weit. Ich bin, also es war ein Bild, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, weil ich ja danach auch einen Schock gehabt irgendwie. Das Ganze hat mich, sehr mitgenommen halt und ich mag mich auch nicht mehr dran erinnern, sage ich mal. Mhm. Aber mich hat schon geschleudert an die 20 bis 30 Meter bestimmt. Ja. Und ich bin gegen so einen Pfosten. Ja, das heißt, du hättest auch tot sein können, also es war schon auf jeden Fall nur ein Glück im Unglück. Genau. Wie lange hast du dann im Krankenhaus gelegen damals? Das waren knappe 4 Monate bestimmt. 4 Monate. Mhm. 4 Monate. Und bist dann querschnittsgelähmt herausgekommen? Genau. Ja. Und das Ganze hatte ich ja nicht gespürt. Das war das, wo ich dann aufgewacht bin irgendwie. Ich war eigentlich fit oder relativ fit. Ja. Dann habe ich halt danach gemerkt, dass meine Beine nicht mehr so tun, wie ich will. Ja. Und das war halt das Schlimmste im Ganzen. Mhm. So, aber ich habe mich damit, ja. Ja, wie hat sich dann dein Leben danach, das erste Jahr, die ersten 2 Jahre danach, wie hat sich das verändert? Du hast gerade schon Andeutungen gemacht. Mhm. Es hat sich verändert. Ich habe nicht mehr unternommen, weil bei uns war das früher immer so, ich war mit dem Mike, also ein sehr guter Freund von mir, wir waren ständig auf Tour und wir waren auf Pur-Konzerte und Rundflüge gemacht und das Ganze habe ich halt dann nicht mehr gemacht, weil es auch nicht mehr ging natürlich. Haben die Freunde oder deine Leute, sind die auch auf Distanz gegangen, so allmählich? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht, gar nicht. Ja? Ja. Gar nicht. Und das war das Schöne. Ja. Was hattest du vorher beruflich gemacht? Bitte? Was hattest du vorher beruflich gemacht? Ich war im IT-Bereich, Computer und Software, Information und so Sachen. Und konntest du das hinterher dann weitermachen? Ja, das mache ich jetzt hinterher noch weiter, Gott sei Dank. Wenn du so zusammenfassend sagen solltest, was war das Schlimmste für dich in diesen Durchhängzeiten? Was hat dir am meisten da auf der Seele gelegen? Das meiste, was mir auf der Seele gelegen hat, ich war viel im Außendienstbereich und ich hatte immer Kontakt zu Leuten. Mhm. Also ich war wirklich oft unterwegs halt und da hat sich auch durch eine gewisse Basis auch eine zu den Kunden eine Freundschaft gebildet. Ja.
Und bei uns war das dann immer so, dass ich mehrmals die Woche uns besucht haben und auch nicht also vom Geschäft her, sondern privat mal mit den Kunden vielleicht was getrunken haben oder wir waren mal zusammen essen. Und das ist dann alles weggefallen? Das ist alles weggefallen, ja. Würdest du sagen, dass du sehr, sehr schwermütig geworden bist nach dem Unfall? Auch. So, auch. Was ist jetzt im Jahr 2006 passiert? So, im 2006, das Schönste, was mir passiert ist, wie gesagt, ich war jetzt diese 3 Jahre, habe ich wirklich kaum was unternommen. Und dann saß ich im Sommer auf der Terrasse, also wir wohnen im Erdgeschoss unten. Und ich habe gemütlich ein Glas Weinchen getrunken, eine Zigarette. Dann ist eine Postbotin halt an mir dran vorbeigelaufen und sagte zu mir, was ich oder wieso, weshalb ich immer draußen sitze. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich rauche gemütlich meine Zigarette noch und dann gehe ich rein. Und dann fragte sie mich mal, ob wir spazieren gehen wollen. Und ich hatte jetzt eher gedacht, sie meint das ironisch, weil spazieren, ich kann ja nicht mal laufen. Und dann sage ich, ja, okay, und lache halt. Und dann sagt sie, nee, ich meine das ernst, wir können durch den Park laufen und ich schieb dich. Ja. Und dann dachte ich, okay, gut, machen wir das halt. Ich habe gemeint, die meldet sich nicht mehr. Wir haben uns die Handynummern ausgetauscht. Und das hat auch wunderbar funktioniert und geklappt. Und dann hat die schöne Postbotin hat irgendwann angerufen und dann seid ihr beiden wirklich dann rausgefahren, rausgegangen. Ja, sie hat mich abgeholt, wir sind durch den Park gelaufen. Ja. Und es war sehr amüsant. Also ich meine, ich war früher, ich sage jetzt kein Gigolo, aber das war immer so eine Art, ich konnte da immer ein bisschen, bin begabt für sowas oder war begabt zumindest. Ein guter Flirter. Genau, auch. Und ja. Ja, was ist denn jetzt aus der schönen Postbotin geworden? Gibt es die noch in deinem Leben? Sie ist noch in meinem Leben, ja. Und wie ist sie in deinem Leben? Sehr stark für mich sogar, weil ich finde, im Leben spielt Sex auch eine große Rolle. Ja. Und das hatte ich jetzt lang nicht mehr. Was heißt denn sehr stark? Heißt das, seid ihr zusammen? Oder? Wir sind zusammen, ja. Ihr seid zusammen? Ja, ja, wir sind zusammen. Ihr seid wirklich zusammen? Ja, wir sind zusammen. Ja, das ist ja wirklich eine Sensation. Da kommt eine schöne Postbotin durch den Garten. Genau. Ist ja wie im Film. Noch schön. Und jetzt seid ihr zusammen. Du hast gerade gesagt, du hattest lange keine Sexualität. 3 Jahre. 3 Jahre. Wie ist es denn? Man hört ja, oder ich höre von querschnittsgelähmten Menschen, dass sie natürlich in dem klassischen Sinne keine Sexualität leben können, weil sie nichts empfinden. Wie ist das bei dir? Bei mir eigentlich auch ähnlich, muss ich sagen. Also eigentlich ist untenrum alles taub, ne? Du merkst, zum Becken ist alles taub. Alles taub, genau. Und nach dem Unfall war das für mich auch sehr unangenehm. Ich meine, wenn ich halt immer runtergucke und ich sehe mich im Rollstuhl, dann ist das für mich auch, ja, wie soll ich sagen, war es unangenehm. Und da war auch die Zeit irgendwie auch nie dazu, jetzt an Sexualität. Ja. Natürlich hat man auch mal dran gedacht, aber der Gedanke war schnell weg. Wie lebst du denn jetzt deine Sexualität? Sehr gut, weil nachdem wir uns ein paar Mal getroffen haben, habe ich einfach irgendwie gemerkt, ich mag diese Frau sehr. Das Gleiche habe ich auch zurückgespürt. Und da hat sie mal zur Hand gegriffen. Ja. Und für mich war das eher unangenehm, weil ich gedacht habe, dass ich keine Erektion bekomme, weil das eigentlich nicht ganz normal sei. Ja. Du hast gedacht, dass du keine bekommst? Genau. Und hast du eine bekommen? Sehr stark. Ah ja. Also du kriegst eine Erektion, aber du spürst dabei nichts. Nicht arg, sage ich jetzt mal. Das heißt, du kannst durchaus mit deiner Freundin schlafen und deine Sexualität, dein Lustgefühl, das passiert dann mehr im Kopf als dann direkt im Lendenbereich. Genau, das ist eher, ich meine, da führt halt die Fantasie auch. Ja. Also ist eine sehr große Rolle für mich, die Fantasie. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man querschnittsgelähmt ist und die Hälfte des Körpers nicht spürbar ist, dass man auch in Sachen Erotik, was den Oberkörper anbelangt, umso empfindlicher ist, wenn man gestreichelt wird, wenn man berührt wird, geküsst wird und so weiter. Genau, und das ist der Punkt einfach. Das ist, wenn sie mich schon streichelt an der Brust und so, dann ist das schon für mich im Herzen, im Tiefen der Herzen, schon eine Erektion, muss ich sagen. Obwohl sich das vielleicht jetzt lustig
anhört, aber das ist echt so. Mhm. Das heißt, aufgrund deiner Lähmung, der Querschnittslähmung, ist dann deine Freundin die aktive Partnerin beim klassischen Geschlechtsverkehr und der Rest, das ist dann halt, da habt ihr so eure Welt entwickelt, wie ihr eure Erotik lebt. Genau. Ja. Also wir unterhalten uns sehr viel bei der Erotik auch. Mhm. Man macht sich so seine Gedanken einfach auch ein bisschen oder man feuert den Partner ein bisschen an, sag ich mal, oder die Partnerin, ja. Und also ich kann mir vorstellen, wenn man so einen schweren Schicksalsschlag hat, querschnittsgelähmt in dem jungen Alter, dass man vielleicht am Anfang oder in der ersten Zeit überhaupt gar nicht mehr daran glaubt, nochmal eine Liebe zu finden. Und das ist das Schwierige. Ja. Und umso spektakulärer ist das wahrscheinlich für dich jetzt auch dieses Jahr, dass du das Glück ist dir nach Hause geschneit, ne? Das ist ja wirklich. Ja, das ist für mich, hätte mich jemand gefragt, den Sechser im Lotto oder das, da hätte ich echt, den Sechser drauf verzichtet, weil das ja auch mit Geld nicht wieder. Nein, natürlich nicht, ja. Und das ist das einfach, wo mich fasziniert hat und wir sind glücklich, sehr glücklich sogar. Mhm. Also ich zumindest und ich glaube sie auch. Mhm. Und das ist für mich, wie gesagt, also einfach das Schönste, was mir je, muss ich sagen, passiert ist. Und ich habe auch wirklich gehofft, dass mal dieses Thema rauskommt, weil ich gucke ständig, also deine Sendung gucke ich jeden Tag an. Mhm. Ich verpasse keinen einzigen, nur die Themen haben da nicht irgendwie immer so gepasst. Aber das passt ja jetzt nur sehr gut. Also das ist sehr gut. Ich werde heute Nacht auch viel besser schlafen können. Ja. Also umso schöner, dass du durchgekommen bist. Giuseppe, genau. Ich gratuliere dir zu deinem Glück. Das ist wirklich eine tolle Sache und weiß es wertzuschätzen. Aber ich glaube, das weißt du auch. Ja. Das tust du auch. Domian, was ich noch fragen muss, kann ich ein Autogramm haben? Ja, natürlich. Da legst du bitte. Also das ist das Größte. Da legst du bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Und du grüßt mir ganz, ganz, ganz herzlich deine schöne Postbotin. Dankeschön. Und ich umarme dich ganz stark. Ich würde dich gerne mal drücken. Sehr nett von dir. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr uns hier live erreichen wollt. Hier ist Heidi. Heidi ist 62 Jahre alt. Morgen, Heidi. Hi. Hi. Morgen. Also, bevor ich meine Geschichte erzähle, muss ich dir ganz schnell einen Tipp geben. Ja. Beziehungsweise allen, die jetzt zuhören. Ja. Der normale Mitteleuropäer hat ja nachts um diese Zeit, muss er ja eigentlich im Bett liegen, weil er früh morgens aufstehen ja muss. Ich habe mir eine Zeitschaltuhr gekauft. Da stecke ich mein Radio dran und dann wird deine Sendung aufgenommen und am nächsten Tag kann ich sie mir anhören. Ach, das ist ja ein toller Trick. Und ist eine ganz einfache, weißt du, keine elektronische, wo du dann immer nicht weißt, ist jetzt auch richtig eingesteckt und so, einfach zack und fertig aus. Und wann hörst du bzw. siehst du sie dir an? Morgens, irgendwann mal irgendwann beim morgens Frühstück machen oder beim Mittagessen kochen oder so, ne? Aber heute bist du live dabei. Yes, I am. Trotz später Stunde. Ja, ich war eben halt noch, hatte noch was zu tun. Ich habe einen Weihnachtsbrief geschrieben. Um mir über dein Jahr 2006 zu erzählen. Das fängt an 1958, 57, 59, so in dem Dreh. Mhm. Da gehe ich als 13-jähriges Mädchen nach Peine, das ist eine Stadt in Niedersachsen, nähe von Hannover, zum Kreishaus und sage, ich kann jetzt Englisch. Mhm. Siebte Klasse, ne? Kannst du Englisch? Gut, ich kann jetzt Englisch und ich brauche eine englische Brieffreundin. Mhm. Ja, haben sie gesucht. Hier ist einer aus Pennsylvania, das liegt aber in Amerika. Oh, sage ich, Mensch, amerikanisch kann ich nicht, kann nur Englisch. Ja. Wusste ich ja nicht, dass sie in Amerika auch Englisch sprechen, ne? Wusste man damals früher. Nee, das war damals ein bisschen fern noch alles. Ja, genau. Ich habe diese Brieffreundin seit jetzt, also 48, 49, wir sind uns nicht ganz klar darüber, Jahren. Mhm. Wir haben uns nie gesehen. Ach. Und wie oft habt ihr euch geschrieben? Ach, ich weiß es nicht. Eben halt diese ganzen Jahre. Also ein paar Mal im Jahr schon? Ja, früher nicht ganz so häufig und dann auch mal eine Zeit lang, wo man nur vielleicht zweimal im Jahr einen Brief schrieb. Aber jetzt natürlich im Zeitalter von E-Mails, da schreibt man sich also einmal oder zweimal in der Woche. Achso, E-Mails sind jetzt auch... Klar. aber die Geschichte geht ja noch viel weiter. Wir sind dieses Jahr nach Amerika, nach San Francisco zur Hochzeit eingeladen und ich sage zu meinem Mann, Menschenskind, ich möchte zu Janet. Achso, ihr seid bei anderen Leuten in San Francisco eingeladen? Bei Verwandtschaft in San Francisco eingeladen. Jetzt im vergangenen Jahr?
Jetzt in diesem Jahr. Ja, und da hast du gedacht, Mensch, das ist eine Gelegenheit, genau, nach Pennsylvania zu fahren. Genau, ganz genau. Nein, nein, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. Sie ist also zwischenzeitlich längst, seit vielen Jahren schon halt in Kalifornien. Ach so. In Los Angeles. Wie praktisch. Los Angeles, das sind... Ist ja fast um die Ecke. Ja, ja. Das war ein 70-Dollar-Flug. Hast du es gemacht? Ja, klar. Und du hast sie gesehen? Jürgen, ich sag dir was. Ich sag dir was. Wir sind Zwillinge. Wie? Es ist wirklich unfassbar, wie ähnlich wir uns sind. Auch äußerlich aussehend? Eigentlich, ne, sie ist dunkelhaarig, ich bin mehr blond. Größe etwa gleich. Sie ist, bei NBC war sie Direktorin, ich bin Lehrerin. Ja. Also von daher eigentlich nicht. Ja. Aber wir haben uns dann in diesen 4 Tagen oder 5 Tagen, die wir uns da jetzt nun gesehen haben, jetzt gerade im September, ja, wir haben uns immer angeguckt, haben gelacht und gesagt, was? Du auch? Also ich stelle mir das ja absolut irre vor, wenn man 50 Jahre mit jemandem schreibt und dann steht man dem irgendwann leibhaftig, ja, vor ihm. Ja. Was ist das im ersten Moment, die ersten Sekunden, Minuten, was war das für ein Gefühl? Du, ich sag dir, sie war, als hätten wir uns immer gekannt, als wäre sie meine Schwester. Hat sie dich vom Flughafen abgeholt? Ja, ja, sie hat da Lachs, also dieser riesen Flughafen da. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viele Frankfurter Flughäfen in diesen Los Angeles da reingehen würden. Es ist irre. Und dann hat mich also abgeholt, mich, als ich die Treppe da runterkam, gefilmt mit Videokamera. Und das war schon das Erste. Ich habe gedacht, hey, das, genau das hätte ich auch getan. Ich hatte nämlich auch meine Videokamera auf dem Arm hängen. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie ist es denn erklärbar, Heidi, dass ihr euch in den davor liegenden Jahren oder Jahrzehnten nicht mal besucht habt? Du, so ein Ticket, das kostet mal locker so... Ja gut, aber du hast ja, sie war... Ja, schon, aber du sagst, sie war Direktorin da bei NBC, sagst du, warst Lehrerin, also sie trifft ja keine armen Leute. Nein, nein, nein. Gut, ich bin verheiratet, hab Familie und dann geht immer alles sowas vor, ne? Ja. Ja, vielleicht hat man sich auch so ein bisschen das Geheimnis bewahrt, ne? Dass man sagt, das ist so meine Schreibfreundin und... Nein, ach, meine Tochter hat schon so oft gesagt, oder unsere Tochter so oft gesagt, Mensch, wenn du in Chicago bist, oder ich bin auch schon ein paar Mal in Atlanta gewesen, flieg zu Janet. Unbedingt, ja, ja. Ne? Wie viele Tage? 4 Tage, sagst du, habt ihr miteinander verbracht? Ja. Und habt wahrscheinlich geredet und geschnattert und was das Zeug hält. Wir sind abends irgendwann nachts irgendwo da in Carlsbad, eine Stadt, Vorstadt von Los Angeles, in Carlsbad im Hotel gewesen und wir haben bis nachts um 3 Uhr geknattert, dann haben wir ein bisschen geschlafen, dann sind wir um 9 Uhr wieder wach geworden und ich sag dir was, wir sind erst nachmittags um kurz nach 5 aufgestanden. Verrückt, verrückt. Wir sind Pizzeria gefahren, haben beide eine Käsepizza gegessen. Und dann fragte sie mich, was ich denn trinken möchte und so, ne? Ja. Klar, sag ich auch, Mensch, zu einer Käsepizza möchte ich einen kleinen Rotwein haben. Mhm. Und dann sagt er mir $9, sag ich, nein, danke schön, da möchte ich lieber eine Cola. Ach, wie lacht und lacht und lacht und ich sag, was ist los, ne? Mhm. Sagte, genau, das hätte ich da auch Wahnsinn. Gemacht. Und jetzt, die Geschichte ist ja noch verrückter eigentlich. Mhm. Wir schreiben uns wirklich täglich. Also das heißt, das Treffen hat dem Ganzen nochmal einen richtigen Schwung gegeben. Ja, absolut. Aha. Wir haben, wir nennen das jetzt Diary Letter, also Tagebuchbrief. Ja, ja. Wir schreiben uns sozusagen jeden Tag ein bisschen irgendwie, und wenn es manchmal nur ein Satz ist, also, oder auch mal eine halbe Seite, die wird dann immer montags eingesteckt. Ach so, jetzt weiß ich ja. Natürlich sowieso, ne? Im Jahre 2007 muss die Direktorin dann auch mal nach Köln kommen. Oder nach Deutschland kommen. Sie hat Flugangst. Sie hat Flugangst? Ja. Da muss sie eine Schifffahrt machen. Ja, absolut Schiete, ja, ja, ja. Aber weil du sagst Direktorin, NBC hat sich verkleinert und wen schickt man dann raus? Die Angestellten, ne? Ja, So wurde sie also dann ruckzuck entlassen und das ist eben halt in Amerika hire and fire. Das ist da noch eine Nummer härter als hier, ja. Die ganze Ecke, ja. Also, ein ganz, ganz tolles Erlebnis für dich, 2006. Ach, ein irres Erlebnis. Aber du freust dich darauf, also auf jeden Fall werdet ihr euch jetzt bald wiedersehen, irgendwie. Ich habe gesagt, also... Es darf nicht nochmal 40 Jahre dauern. Nein. Ich habe gesagt, so kann es nicht enden. Ja. So darf es nicht enden. Du kommst 2007 zu mir und ich 2008 zu dir. So muss das geregelt werden. Irgendwie. Heidi, finde ich eine tolle Geschichte. Schön, dass du angerufen hast, durchgekommen bist und sie uns erzählt hast. Alles Gute wünsche ich. Danke dir. Tschüss. Und alles Gute nächstes Jahr, ne? Dankeschön, tschüss.
Und hier ist der Erwin. Erwin ist 42. Hallo Erwin, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, wir unterhalten uns auch über dein Jahr 2006. Ja, ich muss dazu sagen, es war ein schlechtes Jahr, ein trauriges Jahr, ein katastrophales Jahr. Was ist passiert? Ja, ich habe am 6. März, ich bin Bruce-Car-Fahrer, also Fernfahrer im Fernverkehr, und mir ist am 6. März auf einer Bundesstraße bei Bremen ein Pkw-Fahrer hineingefahren, frontal von zum, also im Lkw, frontal. Also vorne reingefahren? Richtig, frontal zu mir rein, 3, 4, 5 Meter vor mir. Wo ich nicht mitgerechnet habe, konnte auch nicht mehr ausweichen, habe noch kurz im Effekt noch gebremst und der ist so unglücklich in mir reingefahren, dass ich dann nichts mehr ausweichen konnte und es war... Wie kam das? War der besoffen oder unkonzentriert, ja, zu schnell gefahren oder was war? Ja, das ist so, ich habe da nach 14 Tagen nach dem Unfall eine einstündige Gespräch bekommen, habe ich, also dass ich ja hier in meiner Heimat muss ich vorsprechen, dass ich da das alles nochmal wieder durchsprechen, das Ganze nochmal, ja, und ich wollte das auch herausbekommen, was der Polizist wohl meinte, was er denn wohl sagen würde, was, wie, auch warum, und er konnte mir das auch nicht sagen. Er wollte erst von mir wissen, ob der wohl eine Selbstmordabsicht hatte oder wie auch immer. Ist dieser Fahrer denn verstorben dabei? Ja, an Ort und Stelle, ja. Das heißt, das hast du gesehen? Ja, das ist das Schlimme eben. Du warst unverletzt? Ja, also mit einem sehr schweren Schock. Bin dann auch ins Bremer Krankenhaus links der Weser eingeliefert worden. Aber nach diesem Aufprall bist du ausgestiegen? Konntest du aussteigen aus deinem Auto? Ja, in den ersten 4, 5 Minuten gar nicht. Ich musste mich erstmal besinnen. Es war alles Kraus und Rüben, alles war halt durcheinander im LKW. Es war alles sehr schlimm für mich. Warst du alleine im LKW? Alleine, ja. Und ich habe mit 4, 5 Fuß Drücke habe ich erstmal die Fahrertür das war das alles verklemmt war, das war alles, ja. Ich kam nicht raus. Und du hast dann diesen Mann, war der bereits verstorben oder hast du ihn sterben sehen? Sterben sehen. Und zwar bin ich rausgesprungen, weil die 3, 4 Einstiege, die ja dann in den Führerhaus dann reingehen, da muss ich erstmal rausspringen. Ich hab keinen Schmerz, nichts gespürt. Das ist ja diese Schock dann. Und diese Schockwirkung hat mich dann dazu bewegt, den irgendwie erste Hilfe noch zu leisten. Ich habe das erst im Moment gar nicht mitbekommen. Ja. Ich war sehr aufgelöst. Ich hast du den überhaupt rausbekommen aus dem Auto? Ich stelle mir das so vor, dass er sehr eingeklemmt ist, eingeklemmt war. Nein, das war so, dass ich sofort hingegangen bin, wollte ihn rausholen, weil der war aber auch gar nicht mehr zu sehen. Das war nur noch ein bisschen der Oberkopfteil, den mit den Haaren. Das war nur noch in dem Wrack, war er sowas von eingeklemmt und sowas. Ja. Das war nicht mehr machbar. Und ich bin da dann hingegangen und man hat mich, die Ersthelfer, die dann angehalten sind da, die haben mich mit aller Gewalt zurückgehalten. Ich war außer Rand und Band. Ich war das instinktiv, weil ich vor 2 Jahren einen schlimmen Feuerunfall auf der Autobahn erlebt habe. Da habe ich auch jemand gerettet. Und das ist alles noch gut gegangen. Und das ist dann Erste Hilfe. Das ist im Instinktiv. Also. Ja. Ist dieses Erlebnis, ist das so das Prägendste in diesem Jahr für dich gewesen, das dich so erschüttert hat und so? Ja. Weil ich muss dazu sagen, ich habe nachhinein bin ich posttraumatisch belastet. Ja, das nennt sich ja diese posttraumatische Belastungsstörung. Das ist, weil ich vor 14 Jahren schon mal einen Unfall hatte, mit wenigen Ausgang auch unverschuldet. Bist du denn danach dann psychologisch, psychiatrisch behandelt worden? Ja, gleich 14 Tage nach dem Unfall dann. Ja. 8 Psychologengespräche und 14 Tage später wurde das abgebrochen, da brauchte ich professionelle Hilfe, das hat keinen Zweck mehr gehabt. Ja. Dann bin ich in Reha in Bad Malente da, im Schleswig-Holsteinischen, also Holsteinische Schweiz ist das ja, bin ich behandelt worden. Und wie geht es dir denn jetzt heute? Hast du dich etwas erholt oder geht dir? Es klingt für mich so, als ging es dir immer noch sehr schlecht. Es ist auch so, mir fällt das sehr schwer darüber zu reden. Glaube ich, ja. Hast du denn seitdem wieder Auto fahren können? Ja, erstmal gar nicht. Also das war so, dass ich erstmal 14 Tage, 3 Wochen selbst gar nicht fahren konnte. Da musste meine Frau mich immer zu diesen psychologischen Gesprächen hinfahren. Und dann habe ich 2 Wochen lang, habe ich nur im Beisein meiner Frau, habe ich dann wieder selbst, wie eine Fahrschule, mich wieder selbst wieder an Steuer gewagt. Ja. Und kann auch nicht mehr im Fernverkehr oder auf dem LKW nicht mehr rauf,
weil ich habe Rückfälligkeiten. Ich habe das jetzt wieder erfahren müssen in den letzten Wochen, Monaten nach der Reha. Mhm. Bin wieder rückfällig geworden, weil der private Rückzug. Also rückfällig in dem Sinne, dass du das nicht aushältst und Angst hast, dann in dem Führerhaus zu sitzen. Richtig. Mhm. Wenn ich jetzt das umwandle, das gegendenke, wenn ich im PKW sitze und eng von mir beifahrenden LKW mir entgegenkommen, kriege ich das Grauen. Mhm. Also ich setze das hin um. Ist denn bis heute immer noch nicht geklärt, das kann ich gar nicht verstehen, warum dieser PKW so frontal vor deinen LKW gefahren ist? Bis heute nicht? Es ist noch nicht geklärt, weil im Frühjahr steht wegen Kostenentschädigung in Schmerzensgeldansprüche jetzt eine Gerichtsverhandlung in Pferden an. Und da wird sich das irgendwo endlich klären. Das wird ja auch mit dem Rechtsanwalt bei sein und auch die zugehörigen Polizisten und so weiter und das auch alles und Staatsanwaltschaft. Ich möchte das gerne rauskriegen. Das glaube ich. Weil das einen das natürlich interessiert, wenn man ja. Ich hatte das gerade nicht am Anfang ganz verstanden. Das war auf einer Landesbundesstraße. Ja. Hattest du den dann, ging der ganz plötzlich auf deine Seite rüber? Ganz plötzlich? Ja. Das heißt, es könnte sein, dass der sich selbst töten wollte. Es kann aber auch sein, dass der Mann vielleicht einen Herzinfarkt bekommen hat oder so. Ja, und das möchte ich auch rauskriegen, dass Und dass er irgendwas im Handschuhfach gesucht hat und hat nicht aufgepasst, irgend sowas. Das ist mir ja nicht aufgefallen. Es kam ja Gegenverkehr und ich habe es ja wahrgenommen, es kam eine ganze Zeit lang nichts, dann kam was und das war urplötzlich, also war 3-4 Meter vor mir, das war urplötzlich, also es war nichts mehr auszudrücken. Ich habe noch im Effekt kurz gebremst. Gibt es gibt es etwas in dir, wenn das auch gar nicht begründet ist, aber das darum geht es ja gar nicht, dass du dir einen Vorwurf machst, dass du dir eine Schuld denkst? Ja und nein. Und zwar ist das so, dass ich mich auf der Strecke verfahren hatte. Ich war eine Ampelkreuzung zu früh abgebogen und ich hätte eine Ampelkreuzung später abbiegen müssen, dann wäre mir das gar nicht passiert. Dann hat man mir auch ausgeredet bei der Polizei, ich soll mir um Gottes Willen nicht dieses einprägen und mich diese Schuldvorwürfe, warum dass ich mich verfahren hatte. Wirklich nicht. Das ist eine verkehrte, unglückliche Umstände. Ja, das ist wirklich eine Verkettung. Ja. Nur weil ich... Aber du bist ganz normal auf deiner Spur gefahren, du hattest keine überhöhte Geschwindigkeit. Nein, nichts. Ich war gerade im Abbiegezustand, 2 Kilometer später ist das passiert, weil ich hatte die volle Gaben, die Geschwindigkeit noch nicht, weil ich war ja mal gerade im 45, 48 km/h, auch die was erlaubt ist. Wir fahren mit LKW so um die 65, 68 und ich hatte die volle Geschwindigkeit. Da wäre es noch schlimmer gewesen, wenn ich mit 23 Tonnen Ladungsgewicht, mit 40 Tonnen da jetzt, dann wäre ich noch ganz anders, dann hätte ich noch mehr passiert, dann wäre ich noch mehr in den Gegenverkehr, der danach folgte. Dann es, gibt, die Kontrolle komplett verloren. Es gibt die hauchdünne Vermutung oder die Teil, es könnte durchaus sein, dass der das aus Selbsttötungsgründen getan hat. Ablenkung auch, aber es kann auch ein technischer Fehler sein. Es ist sowas von Ungewissheit noch. Also ich möchte es auch rauskriegen und ich muss es auch rauskriegen, dass ich zum Ich glaube auch, dass das für deine Verarbeitung dieses unglaublichen Schocks wichtig ist, dass du weißt, was da los ist, was da passiert ist in diesem Fahrzeug und mit diesen Menschen auch. Das Schlimme, Domian, ist, dass ich dadurch arbeitslos geworden bin und habe da sehr hohe finanzielle Einbußen und das ist so, dass ich wieder neu integriert werden soll und dass ich dadurch ja auch einen ganz anderen Verdienst in Zukunft haben soll, dass ich auch sehr hohe Probleme, was das Finanzielle angeht und diese berufliche neue Zukunft, was Sie wissen ja selber, wie es ist, oder du weißt es selber, wie es ist eben. Ja. Wie es auf dem Arbeitsmarkt aussieht. Also das ist ein Bereich, das heißt, du hast eventuell finanzielle Nachteile. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das in der Familie, auch in deiner Partnerschaft eine große Belastung ist, dass du jetzt so sehr darunter leidest und so angeschlagen bist. Ja, also so eigentlich nicht. Ich habe eine sehr tolle Ehefrau, also die hat mich damals sehr unterstützt und dass wenn ich das nicht gehabt hätte, ich hatte auch, nun muss ich nicht sagen, jetzt hätte ich Selbstmordgedanken, mir selber mal dann mit den Sachen nicht klarkommen. Ich bin sehr gut behandelt worden und ich hatte auch sehr gute Psychologen da in der Reha und auch diese Reha-Arzt und auch man hat auch Freundschaften geschlossen, man hat mich so wieder ein bisschen aufgebaut. Es ist alles nichts, weil man hat mir, weil der Kostenträger der Berufsgenossenschaft abgelehnt hat, weiter mich zu unterstützen, weil der Kostenträger nicht mehr da war. Ich sollte nur 8 Psychologengespräche hinterherkriegen. Absurd. Ja, das ist völlig absurd. Und die sind nicht mehr gekommen. Pass auf, Alvin, ich mache einen Vorschlag. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch eingehend redest. Vielleicht wir gemeinsam noch was überlegen, wie du an deine dringend benötigten Behandlungen
doch noch kommst. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und die Heide, so heißt meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich. Die Heide ruft dich gleich an und ihr könnt in Ruhe alles besprechen. Mhm. Wünsche dir alles Liebe und alles Gute, guten Rutsch und schöne Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Guten Rutsch. Erstmal kommt das Weihnachtsfest, ja, aber einen guten Rutsch. Dankeschön. Und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss, Erwin. Alles klar. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. Wir sehen und hören uns wieder morgen um 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival. Dann mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht.